Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, es ist einmal wieder soweit, denn für viele von euch, zumindest wenn ihr in Deutschland wohnt, steht ein langes Wochenende bevor. Denn am kommenden Donnerstag, dem 3. Oktober, ein nationaler Feiertag. Dann ist der kommende Freitag ein Brückentag und schließlich dann das reguläre Wochenende. Wer von euch darf sich denn auf ein langes Wochenende freuen? Schreibt's einmal in die Kommentare. Und passend dazu wurde am 1. Oktober nämlich ein neues Mastery, genauer gesagt eine neue Mastery-Challenge hier für Transim World 5 veröffentlicht. Und damit herzlich willkommen hier in Transim World 5 zusammen mit mir. Ich bin Felix der Weise. Ja, Mastery, darüber haben wir ja bereits gesprochen. Das sind verschiedene Mastery-Events, die es hier zu jeder Transim World 5 Strecke gibt. Das heißt, ihr erledigt jeweils verschiedene Aufgaben in zwei Stufen. Und wenn ihr diese erfolgreich abgeschlossen habt, dann schaltet ihr eben entsprechende zusätzliche Dinge hier bei den Masteries frei. So haben wir zum Beispiel hier die Flugshow in Gelnhausen bei Frankfurt am Main auf der Kinzigtalbahn schon freigespielt und uns auch angeschaut. Ja, und manchmal gibt es aber auch zeitlich basierte Mastery-Challenges, so zum Beispiel die gestern am 1. Oktober freigeschaltete Oktober-Monthly-Challenge. Das ist eine Challenge, die ausschließlich über den Oktober geht und hier könnt ihr euch wohl neue Sachen für den Livery-Editor freispielen. Aber das geht nur im Oktober. Habt ihr das freigespielt, könnt ihr natürlich die Lackierungen oder die Aufkleber, die ihr da freispielen könnt, behalten. Und hier gibt es verschiedene Aufgaben, die wir jetzt über den Oktober spielen können. Wir müssen daran nicht teilnehmen, wir können aber daran teilnehmen. Wenn ihr an den Masteries teilnehmen wollt, müsst ihr euch einmalig bei Dovetail Live registrieren. Das Ganze ist natürlich kostenlos und ihr müsst während des Spielens eben auch dort angemeldet bleiben. Ja, und was sind denn die Aufgaben für den Oktober? Wir können zum einen, sollen wir 16 Kilometer mit der englischen Diesel-Lok Class 66 fahren. Die ist ja in jeder TSW 5 Edition dabei, weil die unter anderem zum Trainingscenter gehört. Dann sollen wir 5 Fahrplanfahrten absolvieren. In meinem Fall habe ich schon 2 abgeschlossen davon. Dann sollen wir 120 Kilometer fahren. Kleiner Tipp, das und das kann man zum Beispiel auch teilweise zusammen erledigen. Dann 5 Szenarien abschließen und noch 2 Tutorien im Trainingscenter abschließen. Das können auch Tutorien oder Szenarien sein, die ihr schon einmal gespielt habt. Und ihr habt auch die Möglichkeit, das Ganze an andere Masteries zu koppeln, dass man das ganz... Also, dass man das quasi gleichzeitig erledigt. So beispielsweise werden wir uns heute ein Szenario anschauen auf der englischen Strecke West Coast Mainline. Da lasst uns mal dahin begeben, und zwar zu den Zügen. Dann werden wir uns direkt die Strecke heraussuchen. Und ich denke, wir gucken uns heute dieses schöne, kurze, aber sehr schwierige Szenario an. Personenwagen-Sammler. Für die Londoner Zugdienste von heute Morgen werden viele Pendlerzüge benötigt. Um den Ablauf zu beschleunigen, wurden Sie gebeten, die Züge sowohl in Wembley Central Care Betriebswerk als auch im Williston Train Maintenance Betriebswerk zusammenzustellen und für Ihre Lokführer bereit zu machen. Also machen wir heute den Bereitstellungslokführer. Finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Wir fahren die neue Class 350-1 und den Electrostar Class 377-2. Dann lasst uns mal direkt hinein in das Vergnügen stürzen. Ja, natürlich auch mein Respekt für alle, die jetzt leider kein freies Wochenende haben, zum Beispiel eben gerade im Eisenbahnverkehr. Die Züge müssen ja trotzdem fahren. Und da gibt es ja die meisten, die ja im Eisenbahnverkehr, die müssen ja trotzdem an diesem Wochenende arbeiten. Personenwagen-Sammler. So, schauen wir uns auf jeden Fall an, dieses Szenario. Für die Londoner Zugdienste von heute Morgen werden viele Pendlerzüge benötigt. Um den Ablauf zu beschleunigen, wurden sie gebeten, die Züge sowohl im Wembley Central Care Betriebswerk als auch im Williston Train Maintenance Betriebswerk zusammenzustellen. Und weiter kommen wir nicht. So, ja, wir sind im Spiel und um 4 Uhr früh am Morgen aufgestanden. Und jetzt müssen wir erstmal gucken, weil ich ja die Markierungen ausgeschalten habe. Wir müssen diesen Zug übernehmen, wo wir gerade davor stehen. Ne? Dann muss man sich an der Karte orientieren. Denn viele haben das ja, glaube ich, begrüßt, dass ich mal diese ganzen Markierungen ausgemacht habe. Tue ich euch natürlich gern den Gefallen. Aber im Ernstfall, wenn ich hier im Zug nicht weiter weiß, werde ich sie natürlich im Notfall wieder einschalten. So, nehmen wir Platz und stecken den Hauptschlüssel bei diesem Zug ein. Der befindet sich hier. Dann muss der Richtungswender auf neutral gesetzt werden. Das machen wir damit. Und anschließend müssen wir Zusatz ein. Das ist hier, dass wir den Zug erstmal starten müssen.
Dann muss der Systemauswahlknopf Wechselstrom, das ist, meine ich, dieser hier, betätigt werden. Und zwar für eine Sekunde. Ja, ist eingegangen. Und schließlich muss der Stromabnehmer nach oben gestellt werden. Wir fahren also mit dem Zug mit der Oberleitung so. Dann muss der Richtungswender auf vorwärts gesetzt werden. Wunderbar. Dann sollen wir schon losfahren, ohne uns die Spitzenlichter einzuschalten. Okay, so. Dann sollen wir also schon losfahren mit dem Zug und mal gucken, ob das nun funktioniert. Und mein Zug fährt nicht los. Dasselbe hatte ich nämlich auch in der Probe schon gehabt mit diesem Fahrzeug. Mein Zug fährt aus irgendwelchen Gründen hier nicht los. So, Moment, nee, Moment. Auto, die Schlussleuchten. Wir brauchen diese Leuchten, die machen wir auf. Obwohl, brauche ich das eigentlich beim. Okay, dann gehen wir mal zurück. Dann weiß ich nicht, woran das liegt. So, Stromabnehmer runter. Machen wir den nochmal hoch und gucken, ob der wirklich Energie kriegt. Okay. Und dann probieren wir das nochmal. Oh, er rollt nicht weg, unser Zug. Dann müssen wir wahrscheinlich diesen Aufrüstvorgang nochmal machen, schätze ich mal. Wieso rollt mein Zug jetzt hier nicht los? Ich habe den aber dann auch in Bewegung gekriegt. So, jetzt müssen wir das nochmal. Stromabnehmer senken. Das nochmal aus. Oder das vielleicht nochmal gedrückt halten. So, Richtungswender wieder auf. Wieso ist denn der auf nicht auf. So, genau, der muss doch auf neutral stehen. So, jetzt aber. Jetzt muss es doch mal funktionieren, oder? Habt ihr das auch gehabt bei der Fahrt? Ja, der rollt nicht los, der Zug. Hatte das nicht schon gehabt, das Problem. Aber ich habe den auch wieder zum Losfahren bekommen. Wo liegt jetzt hier das Problem bei diesem Fahrzeug, dass es nicht losfahren möchte? Okay, jetzt müssen wir noch mal. Jetzt wechseln wir mal auf die Stromschiene und jetzt wechseln wir mal wieder zurück auf dieses System. Stromabnehmer noch mal hoch. Vielleicht muss man einfach diesen Systemwechsel machen. Also ich weiß, dass ich das in der Probe auch hatte, das Problem, dass der eben nicht gleich losgefahren ist. Jetzt. Jetzt rollt er doch langsam los. Geht doch, oder? Jetzt, ja, ihr seht, Zug fährt langsam los. Also ihr müsst einmal hier erst auf die Stromschiene schalten und dann wieder zurück auf diesen Wechselstrommodus schalten. Und dann funktioniert das Ganze auch. Okay, gut. Damit haben wir also diesen Zug zum Losfahren bekommen. Die Frage ist aber, wieso soll ich hier keine Zugspitzensignale einschalten? Ja, ich mache die jetzt trotzdem mal an auf Tagfahrt. Weil eigentlich haben wir das ja so gelernt, wenn die Züge im Betrieb sind, dass die eben entsprechend gefahren werden sollen. So, und dann legen wir die Geschwindigkeit einmal fest bei dem Fahrzeug. Ah, das ist halt immer so ein bisschen. Wieso merkt er sich das nicht? Jetzt hat er es registriert. Ist ja nämlich so standardmäßig auf 0. Wir haben nämlich auch eine schöne Geschwindigkeitsüberwachung hier bei den Fahrzeugen. Davon sollen wir dann einmal anhalten. Ich glaube, wir müssen diesen Zug nämlich noch mit einem anderen verbinden. Und ihr seht, früh am Morgen im Londoner Betriebswerk. Diese Zeit ist selbst in der riesigen britischen Hauptstadt auch noch nicht so viel los. So, davon ist dann anscheinend unser Wendepunkt. Deswegen gehe ich jetzt schon mal hier auf aus. Und wir müssen, soweit wir das hier entnehmen können, wohl nochmal einen Führerstandswechsel machen und noch einen weiteren Zugverband ankuppeln. So, jetzt gehen wir erstmal hier. Wir müssen schon, gerade bei Rangieraufgaben solltet ihr immer darauf achten, dass ihr wirklich genau an diesen Punkten haltet, die euch da markiert sind. Gerade wenn Weichen nun zugestellt werden müssen, sollte das immer möglichst genau erfolgen. Also jetzt, es muss nicht auf 0 sein, aber ihr solltet nicht 50 oder sowas dazwischen lassen. So,
Dann musste die Bremse auf P3 gestellt werden, der Richtungswender auf Aus und dann der Hauptschlüssel ebenfalls auf Aus. Wir stellen den Zug also aufgerüstet ab. Wir lassen auch mal die Lichter an. So, dann also auf den Lokführersitz und da gehe ich davon aus, dass wir auf den hinteren sollen. Da sehen wir auch mal unseren Elektrostar hier nochmal wunderschön von innen. Und worauf man verstärkt achtet seit Ende TSW3, spätestens TSW4, dass die Züge im Betriebstag wirklich auch leer sind. Weil wie oft hat man das bei Strecken, die noch für die Vorgänger TSW1 und TSW2 erschienen sind, dass dann nicht selten Fahrgäste im Zug sitzen und der Betriebswerk halt übernachtet haben halt eine schöne Party im Zug gemacht. Ja, aber da achtet man schon mittlerweile vermehrt drauf. Natürlich könnte man das auch mal für alte Strecken meiner Meinung nach nachliefern, dass man eben auch die Züge im Betriebswerk wirklich leer sind. So, aber gut. Dann nehmen wir auch hier Platz und stecken den Hauptschlüssel hier wieder ein. Setzen den Richtungswender hier vorwärts. So, hier ist der Strom da und da hoffen wir mal, dass wir jetzt hier auch ohne Probleme vom Platz kommen. So, also wieder rückwärts. Ja, und jetzt geht der Zug. Also beim Aufrüsten war das ein bisschen schräg. Das scheint also an der Systemauswahl wohl zu liegen. Der Elektrostar ist ja auch einer mit der ältesten Züge in TSW. Es gab diesen Zug erstmals mit der Strecke East Coast Way. Das ist eine Strecke, die sich im Süden von England befindet und Brighton mit Eastbourne verbindet. Und da gab es erstmals den Zug. Dann gab es den nochmal mit der Strecke London Commuter, also von London nach Brighton. Übrigens, ihr könnt dann von Eastbourne nach Brighton fahren, dort den Übergangspunkt nutzen und anschließend mit einem Zug weiter nach London fahren. In London Victoria weiß ich jetzt nicht, ob es da einen Übergangspunkt gibt. Man kann nach London Victoria wechseln, man kann aber nicht von London Victoria zu einer... Das weiß ich nicht, ob man da nochmal wechseln kann. Ansonsten könnte man dort theoretisch zur West Coast Mainline oder erstmal zur Bakerloo Line und dann zur West Coast Mainline wechseln, sodass man eigentlich so zusammenhängt ganz gut auch über die englischen Strecken fahren kann. So, wir kuppeln jetzt an diesem wunderschönen Triebwagen an. Allerdings nicht mit so hoher Geschwindigkeit. Ankuppeln, glaube ich, immer mit maximal 3 Meilen. Und ein bisschen mehr an die Eisen gehen, so. Dann lasse ich dich einfach mal schön mit 3 Meilen hier rollen. Seht ihr, hört man, wie die Schlüssellichten anlassen können. Das war schon relativ heftig. So, dann muss die Bremse auch hier wieder auf B3 gesetzt werden. Und wir wechseln, glaube ich, nochmal den Führerstand. So, Richtungswender auf Aus. Und ich lasse mich mal raten, Hauptschlüssel auf Aus. Wisst ihr, was das Tolle an diesen Rangierfahrten ist? Dass ihr das wirklich lernt, Züge auf- und abrüsten. Gerade, also das sind so die einfachsten Sachen. So, schließen Sie die Führerstandstür. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir schalten, glaube ich, hier den Übergang frei. Hä? Nee, diese wollte ich nicht schließen. Wartet mal. Das war jetzt von mir falsch gemacht. Diese müssen wir schließen. Diese muss zugemacht werden. Und diese muss zugemacht werden. Abschließen müssen wir die nicht. Und dann sollen wir nämlich hier den Aufgang aufmachen. Und auch hier drüben die Durchgangstür öffnen. Und so haben wir beide Zugteile unseres Elektrostar hier erfolgreich verbunden. So, Lokführersitz. Jetzt müssen wir mal ganz genau gucken, wo wir uns hinsetzen müssen. Wo stehen wir denn jetzt? Wir stehen hier. Wir müssen, glaube ich, wir müssen da wieder hinfahren, wo wir hergekommen sind. Ja, ich glaube, wir müssen da vor und den, oder? Da gucken wir aber nochmal genau. So, oder? Nee, wir laufen genau in die falsche Richtung. Wir müssen in die andere Richtung gehen. So, Übergang ist alles in Ordnung. Ich sprinte jetzt mal ein bisschen schneller hier durch. Das Szenario ist auch sehr kurz. Es soll wohl nur 20 Minuten dauern. Wir werden wohl 1-2 Minuten länger hierfür brauchen. Aber ist jetzt nicht so tragisch. Ist auf jeden Fall ein kurzes Szenario, aber ein Szenario, was schon ein bisschen eben schwieriger ist, weil man hier rangieren muss. Rangieren gehört ja für viele jetzt nicht unbedingt zum Super-Hobby hier im Spiel, aber ist halt eine gute Möglichkeit, dieses Auf- und Abrüsten der Züge zu lernen. So, Hauptschlüssel. Ein Richtungswender vorwärts. Und bis zu einer Kreuzung vorfahren. So, die habe ich jetzt angelassen. Oh, eigentlich müsste mir das noch auf Nachtfahrt setzen, oder? Zugschluss ist out. Ist egal. So, dann rollen wir erstmal bis zu dieser besagten Kreuzung und Zug rollt auch hier wieder in Doppeltraktion los. Und schaut mal, hier haben wir noch 2 Züge von der 350. Die ist ja erstmals hier mit dieser West Coast Mainline Strecke dabei. Der darf sogar bis zu 110 Meilen schnell fahren, dieser Zug. Den werden wir nachher auch noch in der Bereitstellung übernehmen.
Also es sind ja drei Züge bei der Strecke hier dabei. Die Underground, die ihr so ein kurzes Stück fahren könnt. Dann der Elektrostar, der eigentlich auf der realen West Coast Mainline auf dem Stück einen relativ kurzen Abschnitt übernimmt. Und dann eben die 350, die halt relativ weit auf dieser Strecke, also die komplette Strecke abfährt. Ihr könnt euch passend zusätzlich hierzu noch den, wie heißt der gleich, ihr könnt euch hier passend dazu noch die Suffragette-Line holen. Die ist auch in der Special Edition dabei. Das ist eine Overground-Strecke und da könnt ihr auch auf dieser Strecke die komplette Linie der Lioness-Line abfahren. Und ihr könnt euch als Fahrzeug-DLC, wenn ihr nicht die Special Edition oder Deluxe Edition geholt habt, da ist das nämlich auch schon dabei, könnt ihr euch dann außerdem noch den Pendolino, also die Class 390, holen und könnt dann hier Hochgeschwindigkeitsfahrten auf der Strecke absolvieren. Ich kann schon mal spoilern, macht echt viel Spaß mit dem Pendolino. Wir sind dann auch selber mal in einem der Videos gefahren und wir hatten da unseren Spaß auf jeden Fall damit. So, jetzt wieder relativ genau am Signal, aber auch am Übergangspunkt halten. Ganz wichtig für uns. Ja, ich tue mich noch schwer, genau an diesen Punkten hier zu halten. So, jetzt aber. Ja, hier, das ist perfekt, das ist perfekt. Gehen wir davon aus, dass wir den Führerstandswechsel machen müssen. Ja, warte, nee, wir müssen nicht Führerstandswechsel. So, Signal hat umgeschalten. Wir sollen aber warten, bis hier ein Personenzug vorbeigefahren ist. War das etwa der hier schon durchgesaust ist? Ich weiß es nicht. Oder steht hier noch einer? Weil hier ist nämlich dann die... Hier, also das, wo wir gestartet sind. Ah, hier, das ist der. Und hier ist die Station Wembley Central. Die kennt ihr vielleicht von der Underground-Fahrt. Oder von der Fahrt mit dem Elektrostar. Also hier sind wir mehrere Male schon gewesen. Diese Zeit. Ihr seht auch, es sitzt kaum jemand drin noch um diese Zeit. Das ist einer wahrscheinlich der ersten Züge nach Milton Keynes. Da sitzt gerade kaum einer drin. Früh um 4. Ja, vielleicht ist ja auch gerade Sonntag. Aber da ist die Frage, fahren dort am Sonntag früh um 4 schon Züge? Also so genau habe ich den britischen Fahrplan natürlich auch nicht im Kopf, das ist klar. Unser Zug selber ist schon ein etwas älterer, aus, glaube ich, Anfang der 2000er Jahre stammen diese Elektrostar-Züge. Das ist schon ein bisschen, ein paar Jahre schon auf dem Buckel, aber dürfen eben auch schon 100 Meilen, also umgerechnet 160 fahren. So, jetzt werden wir unseren Zug anscheinend dort in Wembley Central bereitstellen. So, mal gucken. Mal auch schön auf die Signale achten. Ach Mensch, was mache ich denn hier für einen Blödsinn? Ich brauche einfach nur das einschalten und da kümmert der Zug sich. Das einschalten und dann ein bisschen die Beschleunigung anlassen und da kümmert er sich, ja. Ich mache mir das manchmal schwieriger, als es ist. Aber das habt ihr ja auch schon öfters mal angesprochen in Videos. Ne, weil die allermeisten, also viele der modernen Züge haben ja so eine Art Geschwindigkeitssteuerung. Habt ihr mich übrigens auch aufgeklärt, dass der Pendolino das auch hatte, wie ich das nur nicht gefunden habe. Dass du einfach, wenn du eine gewisse Geschwindigkeit erreicht hast, da drückst du das und da hast du dann wie so einen Tempomaten drin. Und dann klappt das so. Hier zum Beispiel 200 Yards, da lohnt sich das nicht mehr auf die 20 hier zu beschleunigen. So, also Einfahrt, Wembley Central, aber hier will ja kaum jemand mit um die Zeit. Ja, es ist 4.14 Uhr. So, bringen wir den Zug mal hier zum Halten. Ja, muss ja immer so ganz genau gucken. Ich hoffe, das reicht jetzt hier bei 10 Jahren. Ist da eigentlich so. Setzen Sie sich auf einen beliebigen Fahrgastsitz. Okay. Okay. Krasse Anweisung. Ne, warte, ich wollte ja noch zumachen, ne? So. So. Wo setzen wir uns hin? Nehmen wir doch mal einen Vierer für uns. Aktuell fährt da gerade keiner mit. Warten Sie, bis der Zugdienst Sie am Betriebswerk abgesetzt hat. Das ist ja krass. Jetzt nimmt uns die KI als Fahrgast mit. Wieso springt der wieder raus hier? Das habe ich öfters schon mal erlebt hier, dass der einfach wieder rausspringt. Ja, die KI. Ja, die KI wird uns jetzt nämlich mitnehmen. Ja, Fahrtrichtungswechsel im Wembley, genau. Ist auf jeden Fall auch eine tolle Sache. Naja, genießen wir mal die Fahrt. Wie
weit uns die KI mitnimmt, aber die KI muss natürlich erstmal auch eine freie Fahrt haben. Safran ist ja die Eisenbahngesellschaft, die unter anderem diese Fahrzeuge nutzt, aber nicht als einzige. Hier Werbung für Einkaufszentren an diesen Bahnhöfen. Na, liebe KI, wird das was? Wird das was, liebe KI? Dass du uns jetzt hier hinfährst oder nicht? Aber so die Ausgestaltung allgemein der Züge kann sich echt sehen lassen. Das habt ihr gestern übrigens auch mit dem ICE bestätigt, dass der ICE 1 wirklich fast, nicht der ICE 1, sondern der ICE 3, da wirklich auch fast wie in echt aussieht. Das habt ihr da bestätigt. So. Ja, die KI rangiert uns jetzt oder nimmt uns jetzt mit zu irgendeinem weiteren Betriebswerk. Wir sind also an zwei Betriebswerken heute im Einsatz. Wir sind Fahrgast im eigenen Zug, den wir bereitgestellt haben. Das kann übrigens öfters mal vorkommen. Ich kann mich auch noch daran erinnern, aus frühester Kindheit. Da gab es bei mir auf dieser Heimatstrecke, das war also auf dem Gebiet der früheren DDR gewesen, und da sind ja lange Zeit, da war ja nicht alles ab 1990 neu und auf gleichen Standort wie im anderen Deutschland, sondern da war ja vieles noch lange Zeit auf Reichsbahnniveau, bis das irgendwann Anfang der 2000er alles erneuert wurde. Und da gab es auch so eine Blockstelle. Und da haben manchmal die Züge wirklich auf freier Strecke angehalten, damit dort ein Mitarbeiter, der Feierabend hatte, dann in den Zug einsteigen konnte. Das war auch lustig gewesen. Und Fahrgast im eigenen Zug, das kann man schneller werden, als man denkt. Da hat mal der Peter the Sky, sehr schöner YouTube-Kanal zum Thema Triebfahrzeugführer und alles, was man dazu wissen muss. Sehr, sehr interessanter Kanal. Denn da geht es nämlich dann, da ging es darum, die Baureihenprüfung. Denn ihr müsst ja, wenn ihr Triebfahrzeugführer seid, da müsst ihr ja immer für jede einzelne Baureihe eine Prüfung machen, damit ihr dieses Fahrzeug fahren darf. Und da ist das halt so, dass ja mal ihr fahrt ja natürlich keinen Extrazug hier wie im Trainingcenter, sondern da fahrt ihr ja so einen echten Personen- oder Güterzug. Und da wird halt gerade ein Personenzug, kann das sein, wenn der eigentlich einen anderen Lokführer hat, dass diese Person dann eben mal im Zug geschickt wird und dass du dann deine Prüfung auf der Lok machst und der Lokführer fährt in seinem eigenen Zug dann als Fahrgast mit. Ist auf jeden Fall auch sehr interessant. Aber hört ihr das? So muss ein Sound klingen von dem Elektrozug. So muss das klingen. Vernünftige Soundqualität, vernünftige Lautstärke vor allem. Ja, und das wünscht man sich für jedes Fahrzeug, was hier für das Spiel existiert. Die Frage ist, wie weit ist denn das überhaupt ins Betriebswerk, wo der uns jetzt mitnimmt? So muss sowas klingen, so muss ich das anhören. Ja, geht uns nichts an, dieser Ton. Die Frage ist, nimmt er uns jetzt zu einem Bahnhof mit? Also ist der jetzt im regulären Passagierbetrieb, aber dafür sind ja so gut wie keine Leute hier im Zug. Oder wir haben dadurch so einen kleinen Grafikbug hier. Das ist dieses Mauspieler so. Also der scheint jetzt irgendwo anzuhalten hier. Ja, ist auf jeden Fall toll. Ja, also hier ist eine Treppe. Also hier scheint er uns irgendwo hin mitzunehmen. Okay, also da scheint uns hier irgendwo absetzen zu wollen, aber. Oder hat er noch. Aber ihr seht auch kaum KI unterwegs hier um die Zeit. Es ist wie gesagt früh um 4. Aber schon ein schönes Szenario, das muss man schon sagen. So, ich glaube, die 20 Minuten sind schon um. Folgen Sie den Markierungen. Ey, mein Zug fährt noch. Leute, ich kann doch nicht aus dem fahrenden Zug springen. Ich soll eigentlich warten, bis der angehalten hat. Aber der scheint jetzt hier zum Stehen zu kommen. Bereiten wir uns schon mal vor. Jetzt sehen wir auch nochmal, was wir hier wo im Zug finden. Schaut euch das mal an. So cool aus, oder? So, wir sind angekommen, so wie es aussieht, und ich soll anscheinend hier aussteigen. Und wo muss ich jetzt überhaupt hin? So, ich muss genau auf die
nicht über die Hauptgleise. Jetzt muss ich. Hier sind die Hauptgleise, okay. Und da muss ich genau in die andere Richtung. Wie geht's mit dem Zug jetzt weiter? Wo fährst denn du jetzt hin? Oder wurde der auch nur hier abgestellt? So, wir nehmen jetzt einen dieser Class 350. Aber welchen? Den? Ich glaube den linken, so wie ich das hier sehe. So, dann machen wir das. Genau, Markierung haben wir erreicht. Die Markierung sehen wir natürlich nicht, wenn wir die Markierungen abgeschalten haben. Logisch, so, dann setzen wir uns einmal hin. Ja, wir sitzen im richtigen Führerstand, sonst hätten wir das nicht gehört. So, Batterie. Den habe ich leider noch nicht so oft aufgerüstet. Ja, ihr seht, die ist auch unten. Batterie 1. So, Spannung hat er, ihr seht's. Hauptschlüssel muss als nächstes gesetzt werden. Der kommt bei dem hier rein. Richtungswender neutral. Das ist dann das Ganze hier. Wechselstrom. Ah, das muss hier irgendwo sein, ja. Okay. An die 5 Sekunden muss der gedrückt werden, okay. Da muss man manchmal die Anweisungen genau lesen. So, Wechselstrom haben wir. Dann Stromabnehmer oben. Das weiß ich jetzt gerade nicht, wo das bei dem Fahrzeug hier ist. Ach nee, Moment, das war hier vorne, glaube ich. Stromabnehmer VCB. Ja, das müsste der doch sein. Oder? Nee, oben. Entschuldigung. Ich drücke wieder auf unten. Na, hoffentlich fliegt uns der Zug jetzt nicht um die Ohren. So, Richtungswender ist auch vorwärts. Und dann sollen wir zum Gleis TMW fahren. So, wir fahren geradeaus. Hier ist die Weiche falsch gestellt. Wenn ihr Gleisen an Weichen abgeschalten habt, ist das egal. Aber wenn ihr das eingeschaltet habt, solltet ihr das unbedingt immer, gerade in Rangierbahnhöfen, zwingend muss das geprüft werden. Und oh, da vorne ist aber ein relativ enger Wendepunkt. So. So, ihr seht, der steuert sich einen Tick anders, der Zug. Aber auch hier sollten wir doch mindestens die Signalleuchten doch wenigstens anhaben, normalerweise. Denn der Zug ist ja in Betrieb. Ja, und dieses Geräusch, das kennen wir ja schon von ganz vielen anderen britischen Zügen. Ja, erstmals bei der Class 700 gehört. So, da vorne ist dann irgendwo der Wendepunkt. Aber macht das wirklich mit den Weichen. Gerade wenn ihr auch in Amerika spielt, prüft wirklich, ob eure Weichen dort richtig gestellt sind in den Rangierbahnhöfen. Ansonsten selber über die Karte-Taste 9 am PC Karte aufrufen und selber einfach die Weichen stellen. Sonst kann das wirklich passieren, dass ihr manchmal auf dem falschen Gleis landet. So, super. Wir sollen die Bremse auf maximal anlegen. Also wir müssen noch anscheinend nochmal einen Führerstand wechseln. So. Aus. Dann die Signallichter muss ich sicherlich hier auf der Seite auch wieder. Wo waren die jetzt nochmal gewesen? Hier, ne? Die muss ich hier auf der Seite auch wieder ausmachen. So, Hauptschlüssel muss ausgesetzt werden. So, am Strom selber. So, jetzt die 2D. Jetzt müssen wir uns die Weichen selber stellen. Das zeigt er uns auch an. Die hier. Ah, ne, die war falsch. Die war richtig anscheinend so. Die hier muss gestellt sein. Die muss gestellt werden. Also guckt da wirklich immer so, wenn ihr den Mauspfeil drüber haltet. Und hier. Ach, wir nehmen wieder einen zweiten Zugteil auf. Okay. Aber sind denn die anderen Weichen alle hier richtig? Die sind richtig, die sind... Ja, okay, alles klar. So, gut, dann wechseln wir jetzt wieder auf den hinteren Teil des Zuges und sehen dabei eben auch das Innere unserer Class 350. Das haben wir aber schon erkundet. Der sieht natürlich schon ein bisschen moderner aus. Ihr seht, mehr Displays hier im Zug. Sitze wirken etwas bequemer. Karte haben wir gerade keine hängen. Also der hat auch noch gar keine Fahrt drin. Auch hier wieder sehr viel... Wird hier sehr viel für die Barrierefreiheit gemacht. Macht halt manchmal Spaß, auch so die Züge zu erkunden. Noch ein WC. Zwei WC in einem Triebwagen. Ist halt immer so toll, wenn man das so bei den deutschen Zügen sieht. Ich sag mal so ein kleiner Talent 2 zum Beispiel. So als dreiteilige Einheit. Ein WC. Und wenn das nicht geht, hast du ein Problem. Wagen ankuppeln. Und aufrüsten. Selber machen. So ist es. So, also auf neutral. Strom und so weiter hat er ja. Warte mal, das Wagen ankuppeln, da werde ich jetzt auch keine
Signal leuchten. Einschalten. Nur Signallicht. Die Frage ist, kann ich den jetzt einfach so in Betrieb nehmen? Ja, rollt los. Okay, weil wir die große Aufrüstung ja schon im anderen Teil gemacht haben. Und dann, ja, sind wir. Übrigens können wir im Fahrplanmodus, wenn wir uns zum Beispiel zu Fuß starten oder eine Zugfahrt beendet haben, wir können im Fahrgastmodus auch in sämtlichen Personenzügen, eigentlich in allen Personenzügen auch als Fahrgast mitfahren. Das funktioniert, das ist überhaupt kein Problem. Das können wir sogar im Güterverkehr machen, wenn der irgendwo Trittstufen hat und so weiter. Da kann man sich darauf auf diese Stufen, wo manchmal auch die Rangierer sind, da kann man sich dort hinstellen und auch eine Fahrt mitmachen, wenn man das Ganze möchte. So, wir bremsen das mal wieder runter. Und rollen. Wieder geschmeidig hier mit 3 Meilen an diesen Kollegen ran. So, dann hat er das übernommen. Signalig können wir damit auf aussetzen. So, öffnen Sie die Türen. Die Vorraumtüren. Also wir müssen diesen Zug eben auch hier verbinden. So, die Frage. Aber. Oh, den darf ich gar nicht mehr übernehmen. Okay. So, öffnen Sie die Türen. Aber ich muss doch den Führerstand vorher noch abrüsten, würde ich mal so sagen, oder? Ja, da komme ich gar nicht mehr ran. Oh, nicht, dass es sich jetzt hier verbuggt. Okay, wir öffnen das jetzt erstmal und dann sehen wir weiter, was das Spiel von uns will. Öffnen Sie die innere Führerstandstür, die hier oder was? Nee. Öffnen Sie die innere Führerstandstür. Hm. Okay, ich sehe schon. Sie haben keine Erlaubnis zum Fahren des Zuges. Wo soll ich jetzt, zu welcher soll ich jetzt hin? Zu welchem Führerstand soll ich? Ach, zum... Oh je, Leute, hier haben wir, glaube ich, jetzt ein... Wartet mal, hier muss ich jetzt mal kurz die Nachhilfe einschalten. Hätte, wieso fährt er denn jetzt los? Ich bin nicht losgefahren. Ich verstehe das gerade nicht so. Die soll ich öffnen? Nee. Ach, deswegen sagt er auch, wir haben keine Erlaubnis. Öffnen Sie die innere Führerstandstür. Ach nee, das ist hier irgendwo. Ach, hier! Die meint der oder was? Nee. Jetzt haben wir das. Jetzt ist es abgeschlossen. Vielen Dank für das Abschließen dieser Fahrt. Sehen wir uns an, wie sie abgeschlossen ist. Also der hat ja diese schwarze Tür hier mit gemeint. Wie gesagt, normal ist das bei euch markiert. Ich spiele ja ohne Markierungen. Das kam ja bei euch gut an. So, wir haben 10 Minuten länger gebraucht. Das liegt aber nicht an falscher Zeiteinschätzung, sondern das liegt einfach daran, dass ich für das Szenario mir auch ein bisschen Zeit genommen habe. Eine gute halbe Stunde. Mir hat es insgesamt Spaß gemacht. Es hat einen schon ein bisschen mehr gefordert als so ein ganz einfaches fahre dorthin oder steige dort da mal um. Und von daher ein meiner Meinung nach richtig angepasster Schwierigkeitsgrad. Wir schließen das Ganze mit der höchsten Auszeichnung ab, haben keine Geschwindigkeit, oder doch eine ganz kleine haben wir hier nur dabei. Ansonsten danke ich euch bis hierhin fürs Zuschauen. Ich hoffe, auch das Video hat euch gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Video wieder mit dabei seid. Bis dahin eine wunderschöne Zeit, euer Felix der Weise.